Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 10 von 110 von unserer Türkei-Reise. Ja, tatsächlich haben wir jetzt 2 Tage nicht gevloggt. Wir sind ja hier in Manavgat angekommen vor 3 Nächte haben wir jetzt hier geschlafen und haben uns gedacht, boah Mensch, nach dieser langen Reise, das waren jetzt 2.500 Kilometer, 7 Reisetage, machen wir jetzt einfach mal 2 Tage Vlogging-Pause. Und ja, die Zusammenfassung dieser 2 Tage, was wir gemacht haben, ist hauptsächlich, einmal haben wir so einen Versorgungstag gemacht, habe ich euch auf Instagram mitgenommen, ja, was wir alles gemacht haben, so Internetkarten besorgen und Geld gewechselt, Bargeld für die Märkte und so und einkaufen. Ja, und ganz viel mehr waren wir. Das hört ihr bestimmt auch schon, da ist es. Gestern sind wir umgezogen mit dem Wohnwagen. Wir standen da so und hier stand jemand anders, aber jetzt ist hier frei, jetzt ist wieder unser Platz hier. Ich zeige euch mal rum, wie es hier aussieht. Haben wir uns gestern hier eingerichtet. So sieht das aus. Da haben wir Sichtschutz gemacht. Da ist Calvinos Zelt. Der schläft ja immer im Zelt, wenn wir länger stehen. Ja, schöner Olivenbaum. Der spendet uns schön Schatten. Wir haben so um die, ja, ich glaube im Moment haben wir so um die 33 Grad tagsüber hier. Und das lässt sich eigentlich ganz gut aushalten. Das Meer ist pipi warm, das hat ungefähr 28 Grad. Das ist super toll, vor allem mit Livia, weil man gar nicht so, oh, kalt. Wisst ihr, wie ich mal erstmal so dran gewöhnen muss oder so? Man kann halt ganz einfach reingehen. Das ist richtig herrlich. Ja, wir haben jetzt hier den Campingplatz, Stellplatz für ein paar Wochen gebucht. Erstmal, wir bleiben jetzt erstmal hier. Hier waren wir schon im November und Dezember oder Oktober, November, Dezember. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und hier ist es wirklich traumhaft. Wirklich traumhaft. Dieser Ausblick. Und die Palmen. Und guck mal, was die hier haben. So ein Trompetenstrauch, wie wir in Ungarn haben an unserem Ferienhaus. Ja, das war so. Das waren die letzten 2 Tage. Deswegen habt ihr vorgedrehte Videos von mir gesehen. So, ich koche jetzt erstmal einen Kaffee. Und räume auf, mach die Betten. So was. Sag nochmal, Livia. Mima. Calvino. Wirst du bitte wach? Ich schlaf weiter, Smurfy. Sorry, dass ich hier weg bin. 10 Minuten wäre schön, wenn du mit dem Hund eine Runde laufen könntest. Ist es hier noch? Ja, wir gehen gleich zum Meer. Komm, jetzt bringen wir mal eben hier Müll weg. Unsere schöne Spüle. Unter Palmen. Ja, Livi. Ja, ich halte das hier fest. Ja. Ja, tritt unten mit dem Fuß drauf, dann geht der Mülleimer auf. Na, da weiß ich nicht, wem das gehört. Gehen wir nachher auch schwimmen? Sollen wir heute mal deinen Schwimmreifen nehmen? Nein, Tula. Der kullert nicht weg. Ich halte den diesmal fest. In Griechenland ist der weggeflogen, ne? Ja, da. Ja, vom Wind. Hui, da war er weg. Da bin ich hinterhergerannt, ne? Ja. Mhm. Voll. Und was ist uns hier weggeflogen? Das Gelbe, was war das? Schirm. Der Schirm, der Sonnenschirm. Ja, Tori. So hast du gemacht. Da habe ich den Sonnenschirm aufgestellt, so am Strand. Da wollte ich halt, wenn wir im Sand buddeln, dass ein bisschen Schatten ist. Und dann kam ein Windstoß, dann ist der gelbe Sonnenschirm, der war sofort 50 Meter weit weg. Ich bin hinterhergerannt. Und dann die Livia hat sich ganz doll erschrocken, ne? Mama, wie hast du geschrien? Ja, und dann bin ich zurück und dann der Mima hat den Schirm geholt, ne? Ja. Ja. Wo Mima hin? Der Mima läuft mit dem Smurfy eine Runde noch. Gleich ist es zu heiß, ne? Wir waren schon eine Runde mit ihm. Wir gehen immer morgens ganz viel mit ihm und abends. Und ja, weil sonst ist der Boden dann zu heiß. Hm? Ja. Ja. Da reicht das immer nur so. Man kann auch mit ihm laufen. Hier ist ja so, guck mal, kein Beton. Hier laufen wir dann auf dem Platz.
Aber das ist jetzt dann keine große Runde. Das machen wir immer morgens und abends, die großen Runden. Runde. Ja. So. Wunderschön. Wir fragen jetzt mal Papa, wann fährst du? In 10 Minuten. In 10 Minuten. Warum? Ja, weil Livia wollte ans Meer und da habe ich gesagt, ach so, nein, ja, wir können ja nachher gehen, wenn du wiederkommst, oder? Ja, wir können doch jetzt eben gehen. Sollen wir einmal zum Meer rennen? Ja. Dann können wir. Wie sieht das wieder aus? Ein Gigabyte. Einmal am Tag kann ich am Flugzeug drehen für unsere Karten. Ja. Von Flugzeug. Ah. Jeden Tag habe ich jetzt ein Gigabyte gewonnen müssen. Na super. Immer auf derselben Karte? Ohne Mama. Ja, ja, die anderen Karten kann ich mich ja nicht einloggen. Okay. Ja, wir gehen ohne Schirm, ne? Ja. Ja. Mein. Gut, dann komm. Wo geht's denn zum Meer, Livia? Da. Zeig mir das mal. Treppe runter. Treppe müssen wir runtergehen. Treppe heiß. Oh, pass. Ja gut, ich pass auf. Ich glaube, jetzt ist sie noch nicht so heiß, weil jetzt ist ja noch morgens. Ich glaube, wir haben 8:45. Und jetzt sind so 28 Grad vielleicht, schätze ich. Mama. Hm? Das schön. Ja, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Hopp. Genau. Noch kann man barfuß laufen, ne? Schön. Die lange, lange Treppe. Da vorne. Mhm. Kleine hier kommen Wasser. Viele Einheimische. Kommen kleine hier Wasser für ein paar Tage mit Mama, dem Zelt. Guck, jetzt ist hier wieder frei. Nee, du musst laufen, mein Schatz. Ich kann dich nicht tragen. Hier ist wieder frei, hier war alles voll mit Zelten. Ja. Ja. Und die sind sehr kontaktfreudig hier, die Einheimischen, auch wenn man sich kaum unterhalten kann, nur so ein paar Bröckchen. Aber ja, die sind wirklich sehr offen und freundlich. Vor allem Livia wird immer... Oh, du Süße, so hört sich das an, was die so sagen. Ne? Oh, du hast so schöne blonde Haare, blaue Augen. Lalala. Ja, wo ist sie denn? Die Hülya hat das immer zu dir gesagt, ne? Ja. Ja, eine Frau, ne? Die kommt dann immer und freut sich ganz toll. Komm mal eine Hand, mein Schatz. Ach, und gestern haben wir hier nach einer Bootstour gefragt. Das wollten wir schon ganz lange machen, dass wir uns ein Boot mieten und schnorcheln und alle zusammen. Smurfy wird auch mitkommen. Ja, und da haben wir uns einfach nur mal so informiert, was das kostet. Ist nicht heiß, Livia. Und also normal wird das pro Person 35 Euro kosten, 1,5 Stunden. Und dann ist man aber mit mehreren Menschen auf diesem Boot. Und wir wollten das aber privat haben, weil halt Smurfy dabei ist. Und dann hat er uns angeboten für 2 Stunden 350 Euro. Da haben wir gesagt, das ist uns zu teuer. Dann ist er vom Preis runtergegangen. Ich darf den Preis nicht nennen. Also er hat gebeten, dass wir das nicht öffentlich machen. Und... ja, wir haben das erstmal eingeholt, den Preis. Vielleicht machen wir das, vielleicht aber auch nicht. Wir überlegen noch. Aber auf dem Weg dorthin, zu diesem Schiff Menschen, haben wir ein Hotel gesehen mit ganz vielen Rutschen. Als wir im Winter hier waren, da waren die ja alle zu und nicht bewohnt, die Hotels. Jetzt sind die alle auf und dann ja, sind wir einfach mal da reingefahren. Also so eine Zufahrt, da mussten wir Pass zeigen. Wir sind. Möchtest du ganz rein? Ja. Gehen wir nachher. Jetzt können wir mit der Füße hier laufen. Komm. Nein, da. Mama. Arm. Nee, ich nehme dich nicht auf den Arm. Du kannst an meiner Hand bleiben. Nein. Ja, jedenfalls, was es kostet, so einen Tag da in diesem Rutschhotel zu verbringen, ohne Zimmer, mit All-Inclusive. Und das würde 63 Euro für einen Erwachsenen für einen ganzen Tag kosten. Von 9 Uhr morgens bis abends dann und für Kinder 50%. Oder den halben Tag für den halben Preis. Für Kinder auch. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Das ist ja richtig toll. Nein, du musst laufen, mein Schatz. Ich kann dich nicht mehr tragen. Ich habe überall Muskelkater. Wir verbringen den ganzen Tag gefühlt im Meer. Da ist sie ja dann bei mir auf dem Arm und Wellen reiten. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich habe so Muskelkater, Livia. Hm? Wir gehen jetzt wieder hoch.
Der Papa fährt jetzt einkaufen. Ja, aber jetzt müssen wir erst wieder hoch. Die große Treppe hoch. Wir haben gestern unser Surfboard aufgebaut. Und das ist ja im Meer bei Wellengang sehr, sehr schwierig, da auf Kurs zu bleiben. Deswegen haben wir so eine Wasserhängematte. Die habe ich schon, die habe ich in Deutschland gekauft, als wir den Pool gekauft haben. 2020, glaube ich, gekauft. 14. Kannst du ausprobieren. Gehen wir damit gleich ins Meer, Livia? Ja. Mit der Hängematte. Oh, die riecht nach Klostein. Und wie ist die? Süß und saftig oder bitter und sauer? Lecker. Lecker. Alles hier. Ah, das kannst du austrinken. Melonensaft. Und wie schmeckt der Saft? Gut, ne? Daumen nach oben, sag mal. Super. So, wir sind jetzt in voller Montur. Das ist, ja, wir gehen zum Meer, wir gehen da rein. So gehe ich schwimmen. Jawohl. So, ich habe immer mein Schwimmkleid an und dann noch so ein Schwimmshirt. Einmal wegen der extremen Sonne, weil es ist jetzt 12 Uhr, also Mittagshitze. Und zweitens ist es voll angenehm so, hier so rumzulaufen, weil hier sind, habe ich ja schon gesagt, viele Einheimische. Ich glaube, es heißt Burkini, ich weiß es nicht. Also halt so ein Badeanzug über den ganzen Körper. Und hier sind auch Touristen. Aber ich finde es ganz schön so. Ja, und jetzt gehen wir mal rein ins Wasser, ne, Livia? Kannst du da reinrennen? Ist das warm oder kalt, das Wasser? Ah, Hülya! Merhaba! Deine Freundin, willst du ihr die Hand geben, Livia? Willst du hingehen? Komm, wir gehen schwimmen. Die kommt bestimmt auch gleich. So. Ja, da war sie wieder. Oh, komm auf den Arm. Ist der Sand heiß? Ja. Ich habe extra Schwimmschuhe. Die hat der Mima mir ausgeliehen. Denn wenn wir den ganzen Tag hier hüpfen im Meer, hat die Mama ganz wunde Füße bekommen, neben Muskelkater in den Waden. Und deswegen habe ich mir die Schuhe mal ausgeliehen. Ihr seid jetzt an der Schwimmweste. Das ist ja die Idee. Bist du mein Stativ, Livia? Hui! Das ist ja cool. Dann könnt ihr live im Meer mit uns sein. Aber es ist ein bisschen schief, das Bild. Das tut mir leid. Hui! Ich hab's hier. Hier ist die Schwimmweste, ach die Kamera. Da ist sie. Da bist du. Sag mal hallo. Hallo. Hallo Vlog. Hallo Vlog. Hm? Das ist ja cool. Sollen wir mal zeigen, wie wir immer reiten, die Wellen? Ja. Okay. Warte. Das, warte. Gleich kommen die hohen Wellen. Aber heute sind nicht so hohe Wellen. Heute könnten wir das Paddleboard nehmen mit dem Papa nachher. Hm? Hui. Keine hohen Wellen, müssen wir mal dem Mima sagen. Der Mima ist mit seinem Kollege unterwegs, der hat hier welche aus Konya kennengelernt. Und die, ist mir den Bauch getreten. Die haben hier auch Urlaub. Und die flitzen den ganzen Tag, ne? Ja, lieb. Flitz, flitz. Den ganzen Abend. Wow. Du bist ja irre. Bin ich dein Trampolin? Na, hör mal. Hui. Wäschst du meine Haare? Ja. Die haben das bitter nötig. Wurde mir in die Kommentare geschrieben. Meine Haare. Dann wasch die mal. Dankeschön. Mit Salzwasser. Das tut denen bestimmt gut. Ja, das Wasser ist kalt, ja.
Was ist da? Mein Anzug. Ist weg. So. Ja. Ich habe übrigens eine richtige Gönn-Unity und keine Community. Mir haben so viele Menschen geschrieben, dass sie uns das gönnt, hier zu sein und wie schön und ah, da habe ich mich so gefreut, dass sich so viele Menschen wirklich freuen können, dass es so schön, einfach so herzlich, so Gönn-Unity halt, gegönnt, dankeschön. Du, Mama. Ja, Dusch. Alles ja. Wir gucken jetzt mal, ob der Papa schon gekocht hat. Wir haben ja den ersten Abend hier Essen bestellt. Vom hauseigenen Restaurant. Also vom Betreiber und von der Betreiberin. Das war so lecker. Oh, lass mal kurz den Mann vorbei, Livia. Und da hat der Bernd sich so inspiriert gefühlt. Und ihr wisst ja, der geht gerne einkaufen und kochen. Und jetzt hat er so viele tolle Rezepte rausgesucht. Und bekocht uns jeden Tag. Das schmeckt so lecker. Das schmeckt wirklich türkisch. Also, ich bin zwar keine Türkin, aber es schmeckt orientalisch. Wie soll ich sagen? Es schmeckt sehr gut. Das ist ja die Hauptsache. So. Und natürlich traditionell türkisch ist es nicht. Aber es schmeckt sehr lecker. Es schmeckt nach Urlaub. Wir haben heute eine Honigmelone gegessen. Habt ihr gesehen, ne? Dass die geschnitten haben. Also sowas Saftiges habe ich selten erlebt. Das Obst und Gemüse, das hat eine Qualität, die ist sagenhaft. Und auch die Preise hatten viele interessiert. Kannst du überhaupt nicht vergleichen mit Deutschland, Ungarn. Also gerade Obst und Gemüse, frische Sachen. Basmati-Reis. Der ist so lecker, der schmeckt ganz anders hier. Als ob die den parfümiert haben. Der klebt auch nicht so. Naja, so ist der erste Eindruck. Den habe ich jetzt mitgenommen. Da möchte ich so ein türkisches Auge drauf malen. Und dann kann Livia das dieser Hülya da schenken, weil die so herzlich ist. Meint ihr, die freut sich doch immer? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Was kostet so ein Kilo Basmati-Reis? Ich glaube, unterm Euro auf jeden Fall. Unterm Euro? Ja. Okay. 24 oder so, CL. Dann haben wir das für uns entdeckt. Das sind so gebratene, gebackene Kichererbsen. Das ist ein leckerer Snack. Und hier so Mais-Dingsbums. Die mache ich halb, ne? So. Halb? Halb. Halb, ja. Warum nicht? Das ist Bulgur. Ja, das muss 10 Minuten quellen. Dann wird das mit den ganzen Zutaten hier vermengt. Aha. Mama, Butterbeet. Zwiebeln, Lauchzwiebeln. Ja. Paprika auch ist mit rein. Also, Bulgurier. Ich habe noch nie Bulgursalat gemacht. Ich habe das schon öfter gegessen. Der hat mir nie geschmeckt. Aber den Abend hat hier die Frau Bulgursalat gemacht. Oh mein Gott, der war so lecker. Und hier fliegen den ganzen Tag. Also nicht den ganzen Tag. Schon der vierte heute, der vierte Hubschrauber. Gerade waren zwei Militärdinger, ne? Du hast echt Hunger. Hier. Ja. Und ja, der Bulgursalat, der war so delicious. Oh mein Gott, ich. Ja, und ich bin gespannt, was Bernd jetzt macht. Das ist der Basmati-Reis. Der Basmati-Reis ist hier so unglaublich körnig. Der klebt nicht so. Hier ist gar kein Löffel, Bernd. Und der riecht lecker. Mmh. Bernd, hier ist kein Löffel, nur eine Gabel. Zeig mal, das hast du gemalt, ne? Zeig mal die andere Seite. Da. Wem geben wir das jetzt? Lina. Hülya? Ja, Hülya. Hülya, da gehen wir jetzt hin, ne? Also, wir haben jetzt gegessen.
den wunderbaren Bulgur vom Papa. Den konnte ich euch nicht zeigen, der ist komplett aufgegessen. Wir haben Besuch. Das war so lecker. Der macht jetzt nochmal, weil das so gut schmeckt. Das Rezept müsst ihr den Papa mal fragen. Sowieso habe ich in den letzten Tagen viele Kommentare bekommen. So zum Beispiel, wie wir den Kühlschrankventilator hier gebaut haben. Das hat ja alles der Bernd gemacht. Also alles so Fragen an Bernd. Da bitte ich euch, stellt die dem Bernd. Weil manchmal ist das hier abends so, dass wir eine Stunde Sekretärin spielen und uns gegenseitig die Kommentare vorlesen. Ist nicht böse gemeint. Das wäre super lieb, wenn ihr das einfach zum Beispiel dem Bernd unterm Video schreibt, seine Fragen, die ihr an ihm habt, und bei mir meine. Ist ehrlich nicht böse, aber das frisst ganz viel Zeit zur Zeit. So. Und so kann ich dann einfach die Fragen selber beantworten oder Bernd halt die Fragen beantworten. So, jetzt gibt es noch einmal eine Runde Chai für alle, die möchten. Campsprache ist jetzt Englisch. So. Und das finde ich so toll zum Lernen, auch für Livia. Weil wir sprechen ja sowieso viel Englisch, habe ich euch schon mal erzählt. Sachen, die sie nicht verstehen soll. Aber natürlich lernt sie dadurch ja auch, wenn wir viel Englisch miteinander einfach reden. So. Oh, das hier, da habe ich gestern Salat mitgegessen. Dieses Granatapfel-Essig-Zeug, das ist so lecker. So lecker. Im BIM. 20 TL. Bitte? Ja. 20 TL, das sind ungefähr 70 Cent oder so. Ach, jetzt gehen die Waveboard fahren. Schön. Ja, ach so, die kommen aus Konya. Habe ich ja schon erzählt. Da haben wir schon gesagt, könnten wir ja mal hinfahren. In Konya ist so ein Museum auch. Ist dabei. Smurfy, komm mal hier rein. Komm mal rein. Hopp. Komm her. Hopp. Itti. Ja, jedenfalls in Konya ist so ein Museum für Kinder, so ein, ach, wo die so Experimente machen können. Oh, du malst mit Wasserfarben? Schön. Aquarell wird da gemalt. Ja. Das könnte man da mal suchen. Und Konya, da sind ja auch diese Tänze, so, ich weiß nicht, will nichts Falsches sagen, so Folklore-Tänze oder so. Da haben die Frauen so Kleider an oder Menschen, vielleicht auch Männer. Dann drehen die sich so ganz schnell. Smurfy, hör auf. Smurfy, runter. Ja, sehr auf jeden Fall interessant anzusehen. Mama, mein Auto. Wo malst du? Im Auto? Ich mal auch gleich. Ich mache nur eben ein Chai. Nimm mit, da hinten kannst du das auch mitnehmen, Livia. Oh, 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 warte, ich helfe dir. Ne, da sitzt gleich der Papa. Komm mal mit. Hier. Gucke mal. Hier. Ein bisschen angenehmer, weißt du das, wenn das so warm ist, als dieses kalte hier. Also, kalt. Also, ach, als im Dezember hier. Angenehmer hier als jetzt. Nein. Was? Jetzt ist viel angenehmer als diese 20 Grad, die wir im Winter hatten. Ja, aber ja, diese 20 Grad im Dezember waren hier waren angenehmer als 12 Grad ja, das auf jeden Fall. In Deutschland oder so. So. Ja, Papa ist jetzt wieder in der Bulgur. Fabrik. Bulgur ist das dann, ja. Fließbandarbeit. Bitte was? Auf Rühren habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das machst du dann gleich, bitte. Ja, das mache ich. Joa, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe. Aber es ist jetzt gleich abends. Wir waren duschen, also es ist eigentlich schon früher Abend, wir haben 18.30 Uhr oder so. Jo, es kühlt ab. Wir gehen jetzt mit dem Smurfy spazieren und so und machen es uns dann gemütlich.
Ich habe heute den heißen Sand unterschätzt. Am Nachmittag um 17.30 Uhr habe ich mir die Füße verbrannt. Das hat jetzt richtig gezischt. Das tut richtig weh an den Fuß so. Ja, aber so ist das halt. Das ist mir schon mal passiert. Hier, vorgestern. Ein Tag und dann ist wieder besser. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ja, wir sehen uns morgen auch wieder. Bye.